Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei Expeditions Viking und wie angekündigt habe ich mich ohne euch um diese Sache hier am Nordtor gekümmert. Das ist übrigens das Tor, das ist noch sehr bescheiden, sieht das aus. Und der Kampf lief ein bisschen anders, war auch ein bisschen schwieriger, denn da gab es so eine Mechanik, dass alle drei Runden Verstärkung kam und man konnte sich bemühen, wenn man die Gegner erledigt hatte, dass die Sache dann früher beendet werden kann. Das ist mir nicht gelungen. Ich musste jetzt irgendwie, glaube ich, 9 oder 10 Gegner nacheinander töten. Aber wir haben es geschafft ohne größere Verletzungen. Und einer unserer Leute ist jetzt aus dem Dorfzentrum nochmal zu uns gelaufen und hat gesagt, da ist der Anführer. Der hat sich irgendwie von der anderen Seite reingearbeitet und mit dem müssen wir es jetzt noch aufnehmen. Also auf zum Langhaus, wo er offenbar wartet hier. Hier haben wir es. Gut, mal gucken. Eine Erscheinung lässt dich plötzlich anhalten. Vor deinem Langhaus steht ein Mann, bar jeder Beschreibung. Es ist ein Riese. Sein fellgefüttertes Hemd vermag es kaum, seine enormen Muskelpakete zurückzuhalten. Er hält in jeder Hand eine Waffe und sein Blick erinnert an einen wütenden Stier. Am auffälligsten ist jedoch sein Bart. Ein Bart wie dieser könnte deiner Meinung nach auch gut das Gesicht eines Jotun zieren. Es sah aus, als sei ein Bär auf sein Kinn geklettert und dort verendet. Die Aufmerksamkeit des Riesen gilt allerdings nicht dir. Zwei seiner Räuber kommen aus deinem Langhaus. Jeder von ihnen trägt einen großen Sack, in dem sich offensichtlich deine Sachen befinden. Und? Gunnar heißt er. Nur eine alte Frau und ein Schwächling. Sie leisteten keinerlei Widerstand. Der Riese runzelt die Stirn. Ich gehe davon aus, dass du ihnen keinen Schaden zugefügt hast. Ich habe beiden kein Haar gekrümmt, Gunnar, so wie du es mir aufgetragen hast. Okay, wir greifen ein. Was in Odins Namen hat das zu bedeuten? There you are. Die drei Räuber sehen gleichzeitig in deine Richtung. Augenblicklich lassen sie die Säcke in den Schlamm fallen und ziehen ihre Waffen. Da bist du! Lass es uns kurz machen. Also offenbar wusste er, hat er genau auf mich gewartet. Scheint er gefragt zu haben, wer da drin ist und so weiter. Das ist ein bisschen merkwürdig. So, es kommt direkt zum Kampf. Der Gegner hat sozusagen auch den Überraschungsvorteil. Ja, hat uns gleich schon mal hübsch getroffen. Und jetzt ist erstmal Kate hier dran. Uiuiui, der ist auch gleich erledigt. Und der nächste schlägt nochmal zu, das war's. Ja, mit Ketil ist nicht mehr viel anzustellen. So, ich kann hier auch keinen Fernkampf gehen, weil dieser Hühne in meiner Nähe ist. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als... Na gut, wir können hier von hinten noch... Ja, was machen wir? Wir können versuchen zu klatschen. Ne, das ist ein benachbartes Ziel, da müssten wir hingehen. Finte macht auch keinen Sinn. Wir werden einfach versuchen, normal Schaden zu machen. An diesem Gunnar. Ja, der auch ordentlich einen wegkriegt. Gehen wir mal auf uns. Und leider haben wir ihn nicht immobilisiert. Mal gucken, was unser kleines Messerchen ausrichten kann. Nicht viel, wie es aussieht. So, Ketil ist leider schon hin. Jetzt macht er erstmal einen Streuschuss, um uns besser treffen zu können. Ja. Und mit bloßer Hand betäubt er. Uiuiui. Und gleich noch einen Schnellschuss hinterher. Und das trifft sogar. Der trifft. Und doppelt? Nee, geblockt. Gut, wir haben nochmal eine Möglichkeit. Vielleicht... Ah, leider ist Nefja benommen. Die kann nichts tun, aber vielleicht kriegen wir wenigstens Gunnar überwältigt. Versuchen wir unser Glück. So, wenn wir jetzt... Jawohl, immerhin. Der Hühne liegt. Der Hühne liegt. Mehr können wir nicht tun. Er betäubt hier weiter. Und er kommt jetzt hier mit seinem Bogen näher. Ei, kritischer Treffer. So. Nefja ist immer noch... Nee, es hilft nichts. Wir müssen, glaube ich, hier weiter es versuchen. Vielleicht orientiert er sich jetzt an uns, damit Nefja mal wieder ein bisschen zur Besinnung kommt. Aber der Fernkämpfer feuert weiter. Sie ist auch schon fast hin. Jetzt schlägt er zu und damit fällt auch Nefja. Wir sind alleine. Auf uns alleine gestellt. Ja, wir haben keine großartig anderen Fähigkeiten, außer einfach hier weiter zuzustechen. Ja, machen nicht sonderlich viel Schaden. Das scheint ein richtig guter Krieger zu sein.
Viele Trefferpunkte kann der aushalten. Macht Schildhaken, das heißt, wir können unser Schild nicht mehr verwenden. Und das war's. Erledigt. Ja. Aber kein Game Over. Game Over. Das gibt es häufiger in dem Spiel, dass man durchaus auch mal verlieren kann und dann passieren einfach, geht es anders irgendwie weiter. Wobei, man hat schon so ein bisschen gesehen, dieser Kampf ist darauf angelegt, dass man ihn nicht wirklich gewinnen kann, so wie das hier gebaut ist. Wir können schon froh sein, dass wir Gunnar hier niedergestreckt haben. Du und deine Leute kämpfen gar nicht schlecht, aber gegen Gunnar und seine Räuber habt ihr keine Chance. Du liegst benommen und im Schlamm, alles dreht sich um dich, als wärst du in einem Sturm auf hoher See. Der Riese beugt sich über dich. Seine Stimme dröhnt fröhlich. Ja, lustigerweise liegt er noch auf dem Boden. Das gibt's immer mal wieder in diesem Spiel. So ein paar, ja, wie soll ich sagen, Unfeinheiten. Dass alles nicht ganz zusammenpasst, wenn bestimmte Dinge passieren. Aber okay, das muss man wissen. Seine Stimme dröhnt fröhlich. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich befreie jetzt deine Sklaven. Deine Mannen haben gut gekämpft, aber eure Ausrüstung und Verteidigung sind schwach. Das solltest du... Nee, du solltest daran arbeiten. Das will er sagen. Da strömt ein gutes Dutzend Mitglieder deines Clans um die Ecke deines Langhauses, bewaffnet mit allem, was sie auf die Schnelle auftreiben konnten. Der Riese wirkt überrascht. Ja, jetzt kommen sie von allen Seiten. Schon gut, ganz ruhig, Leute, nur nichts übereilen. Ha, ich sehe, ich habe das Ausmaß meines Siegs falsch eingeschätzt. Ich nehme an, das heißt, dass du meine Leute am Tor und an der Brücke überwältigen konntest. Was für ein Dilemma. Okay. Also möglicherweise führt eben dieser positive Ausgang dieser beiden Kämpfe zu diesem Ergebnis. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man verliert am Tor und an der Brücke ist. Dann Game Over? Keine Ahnung. Naja, wie wäre es denn, wenn wir die Beute fallen lassen, du mich mit dem Rest meiner Männer davonziehen lässt und niemand weiteres verletzt wird? Queldulf stellt sich hinter den Riesen. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ist ihm gerade der Geduldsfaden gerissen. Das halte ich für keine gute Idee. Mit einem schnellen Schlag kracht sein Hammer auf Gunnars Hinterkopf und der Riese fällt um wie ein gefällter Baumstamm. Okay, damit ist die Sache erledigt. Der Angriff ist zurückgeschlagen. Der Riese liegt aber jetzt noch hier. Aber wir können nichts mit ihm anfangen. So, wir schauen erstmal im Langhaus nach, was hier mit unserer Mutter geschehen ist und unserem Bruder. Da, die scheinen wohl auf zu sein. Astrid. Rurik öffnet die Tür einen Spalt, hält ein Messer hinter seinem Rücken. Bei deinem Anblick tritt er zur Seite und lässt dich eintreten. Du lebst! Ja, und wir haben 10 Fertigkeitspunkte erhalten, sehr schön. Deine Mutter umarmt dich mit festem Griff, als würde sie sicher gehen wollen, dass du heil und im Ganzen zurückgekommen bist. Und du bist wohlauf, oh dem Himmel sei Dank. Gut, seid ihr beide mit heiler Haut davongekommen? Uns geht es gut. 2 dieser Bestien haben sich mit unserem Tafelsilber davon gemacht, aber uns selbst haben sie nichts getan. Hm. Es war richtig, dass ihr keinen Widerstand geleistet habt. Das waren sehr erfahrene Kämpfer. Rurik schüttelt den Kopf und seufzt tief. Wenn ich doch nur etwas mehr wie du wäre, dann hätte ich sie vielleicht abwehren können. Deine Mutter legt ihre Hand auf Ruriks Schulter und er legt seine Hand auf die ihre. Mach dir keine Vorwürfe. Erzähl mir, was da draußen passiert ist. Sind alle in Sicherheit? Wir haben die Räuber geschlagen und ihren Anführer gefangen genommen. Astrid umarmt dich herzlich. Ich bin so stolz auf dich. Du bist wirklich deines Vaters Sohn. Irgendetwas ist faul an der Sache. Warum wurden die Leuchtfeuer nicht entzündet, um uns zu warnen? Und der Zeitpunkt des Angriffs war auch verdächtig optimal gewählt. Vielleicht sollten wir mit dem Riesen sprechen, jetzt da er uns ausgeliefert ist. Er hat sie hierher gebracht. Dafür kann er uns doch bestimmt einen Grund nennen. Ja, versuche etwas herauszufinden. Ruri kann mir helfen, das Chaos hier aufzuräumen. Okay, also. Das ist sicher eine gute Idee. Gut, dass wir unsere Mama an unserer Seite haben. Die hat immer so viele gute Ideen. Mal schauen, was der... Oh, es ist Tag. Sehr schön. So, der Riese, der ist gefesselt worden. Steht da jetzt bei den Schweinen standesgemäß. Dann wollen wir uns mal mit ihm unterhalten. Irgendjemand hat Gunnar in einem Stall an einem Pfahl festgebunden. Er muss schon seit mindestens 3 Stunden dort im Schlamm stehen und dennoch steht er aufrecht und sieht dir in die Augen, als du dich näherst. Na, hattest du einen angenehmen Abend? Ich hatte schon weniger charmante Bettgenossen. Ha! Der hochgewachsene Mann hält kurz inne, um seine Position am Pfahl zu wechseln. Wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, uns richtig vorzustellen. Man nennt mich Gunnar den Friedlichen.
Ich bin ein Ulfedin aus Vestvold im Norden. Ich nehme an, du bist der Tane dieses Dorfs. Ich bin Bialfi, Sohn des Blaine. Und ja, ich bin der Tane hier. Sag mir eins, Bialfi, Sohn des Blaine. Warum bin ich immer noch am Leben? Was ist ein Ulfedin? Wir sind Odins auserwählte Krieger. Wir ziehen ohne Rüstung in die Schlacht. Wir tragen stattdessen Wolfspelze und werden zu wilden Tieren. Okay, das ist... naja. Ich weiß nicht, wie stehen wir zu den Göttern? Vielleicht haben wir da ein bisschen Respekt vor. Welch Ehre, unter Odins Schutz zu stehen. Geleitet vom Zorn des allmächtigen Vaters erschlug ich viele Männer. Kein Feuer und kein Eisen kann mir etwas anhaben. Es ist ein mächtiger Pakt. Okay. Ich biete dir eine Möglichkeit, davonzukommen. Es kommt nur darauf an, wie du die folgende Frage beantwortest. Dann werde ich meine Worte sorgsam wählen, Tane. Warum habt ihr mein Dorf angegriffen? Eure Verteidigung ist schwach, nicht einmal Palisaden, das absolute Minimum einer Schanze. Ihr habt uns geradezu eingeladen, euch anzugreifen. Du willst mir allen Ernstes weismachen, dass du von Kaupang bis hierher gesegelt bist, um den Schmuck meiner Mutter zu stehlen? Der Hühne zuckt mit den Achseln und wirkt dabei wie eine Eiche, die sich im Sturm biegt. Dein Dorf liegt an einer wichtigen Handelsroute. Ich ging davon aus, dass ihr wohlhabend seid. Und wie kommt es, dass die Leuchtfeuer nicht entzündet wurden? Vielleicht waren die Wachleute zu dämlich, Acht zu geben, aber zu ihrer Verteidigung, wir sind äußerst leise vorgerückt. Wie stehst du zu Tanes Gule Schädelspalter? Gunnar verzieht keine Miene. Nie von ihm gehört. Ist er hier unten irgendwie von Bedeutung? Du weißt, ich bin nicht von hier. Okay, dann machen wir jetzt mal diese Gespürprobe, allerdings schwer ist die. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube ja eh Folgendes. Du schilderst die Beweislage, wie sie dir plausibel erscheint. Gunnars Angriff kam nicht zufällig genau zu dem Zeitpunkt, als sein Clan durch den Tod deines Vaters angeschlagen war. Er musste darüber informiert worden sein. Und die Probe war sogar erfolgreich. Trotz klaren Wetters wurden die Leuchtfeuer nicht entzündet. Jemand musste die Wachleute also von ihrer Arbeit abgehalten haben. Gunnars Schiff hätte innerhalb der Reichweite dreier Leuchtfeuer im Norden vorbeisegeln müssen, allesamt im Territorium von Jelling. Skule der Tane von Jelling ist bekannt für seine guten Verbindungen zu den Normannen, vor allem nach Kaupang, und Skule hat ganz klar ein Auge auf dein Gebiet geworfen. Während du die Fakten darlegst, legt sich Gunnars Stirn immer mehr in Falten. Als er Skules Namen hört, sackt er sichtlich zusammen. Du bist noch viel gerissener, als alle denken. So ist es, mein Freund. Es ist wahr. Skule Schädelspalter hat mich auf die Idee gebracht. Ich traf ihn auf Orkneya und er schwor, dass euer Dorf ein lohnendes Ziel sei, dass ihr reicher noch als die Bemalten seid und dabei viel harmloser. Er hat entweder gelogen oder hat sich geirrt. Ha! Was ist Orkneya? Du hast doch bestimmt schon von der Inselgruppe westlich übers Meer gehört. Orkneya sind die nördlichsten dieser Inseln, die Orkneys. Viele Normannen haben den Stämmen, die dort leben, Land weggenommen. Man erzählt sich von einem großen Königreich im Süden mit vielen Reichtümern und schwacher Verteidigung. Wir haben es nie so weit in den Süden geschafft. Vielleicht werde ich später einmal auf diese Insel zurückkehren und sie genauer erforschen. Okay, die Bemalten werden die Pikten sein. Das ersparen wir uns jetzt mal. Ich hoffe für dich, dass du die Wahrheit sagst. Ich komme wieder, wenn ich entschieden habe, wie es weitergeht. Der Hühne seufzt. Dann werde ich einfach weiter deine Gastfreundschaft genießen und auf dich warten. Ha! Okay, das ist natürlich jetzt eine hochinteressante Entwicklung. Ah, Ketil, ich hätte den Zusammenhang erkennen müssen. Ja, Tane Skule erwähnte beim Festmahl seine Verbindung nach Kaupang und wir haben hier eine Gruppe Normannen, die uns aus heiterem Himmel angreift. Was verspricht er sich davon? Er muss vorhaben, uns vor dem nächsten Alting zu schwächen. Glaubst du, er war wirklich auf den Inseln jenseits des Meeres und Gunnar auch? Kann schon sein. Er hat gesagt, sie waren weit oben im Norden und fanden dort lediglich Stämme vor. Aber falls die Gerüchte über größere Königreiche im Süden wahr sind, ist Blaine vielleicht dorthin gegangen. Okay. Also, die Geschichte unseres Vaters wird noch eine Rolle spielen. Wenn die Erzählungen wahr sind, eröffnen sich uns jede Menge neue Möglichkeiten. Ich würde gerne in die Fußstapfen meines Vaters treten, sehen, was er gesehen hat. Wir sollten aber zu Astrid gehen und sie fragen, was sie davon hält. Du hast recht, sie kennt Skule sehr viel besser als wir. Okay, also ihr merkt, am Anfang nicht ohne unsere Mutter. Mit der muss alles beraten werden. Mal sehen, wann wir auf eigenen Füßen stehen. Gut, Astrid. Haben die Männer ausgepackt? Was hast du herausgefunden?
Skule Schädelspalte ist der Drahtzieher hinter der ganzen Sache. Er geht schon seit Monaten gegen uns vor. Skule steckt dahinter? Dann ist es noch schlimmer, als ich dachte. Wie meinst du das? Die Normannen haben begonnen, die Inseln jenseits des Meeres zu besiedeln. Dort hat Skule die Räuber getroffen und sie davon überzeugt, dass sie bei uns leichte Beute machen können. Das sind ja furchtbare Neuigkeiten. Wenn Skule gegen uns intrigiert, kann das schlimme Folgen für uns haben. Ich glaube, er wird beim nächsten Althing versuchen, Sigurd Ring dazu zu bewegen, ihm die Kontrolle über unseren Sklan zu übertragen. Das ist wohl sein großes Ziel, auf das er hinarbeitet. Ja, dann hat er ja noch fast ein Jahr Zeit, uns in den Augen des Königs weiter zu schwächen. Und niemand wird sich für uns einsetzen. Während sie spricht, zählt Astrid an ihren Fingern ab. Er ist ein Günstling des Königs. Wir brauchen also von politischer Seite keinerlei Schutz erwarten. Eine Schlacht gegen ihn kommt auch nicht in Frage, denn Jelling ist groß und verfügt über viele hervorragende Krieger. Und dann dominiert er auch noch den Handel mit Kaupang. Diese Handelsroute wirft beinahe so viel ab wie die zwischen Sachsen und Riebe. Uns bleibt noch fast ein Jahr bis zum nächsten Althing. Wir müssen doch irgendetwas tun können, meint Nefja. So. Und jetzt entfaltet sich hier, wie ihr seht, die Geschichte. Und da spielt eben das Überqueren des Meeres eine große Rolle. Und hier werden schon so drei Optionen jetzt etabliert, in die man wählen kann, ohne dass man jetzt sich schon festlegen müsste. Aber man kann entscheiden, was für ein Wikinger will man spielen. Will man einen spielen, der plündert, brandschatzt und dadurch gewissermaßen Reichtum bekommt, den er dann einsetzen kann für diesen Konflikt? Will er hier politische Verbündete suchen in den englischen Königreichen? Oder will man friedlich Handel treiben, Handelsrouten erschließen? Auch das ist eine Option, die hier sozusagen sich schon andeutet. Wir wählen an dieser Stelle diesen diplomatischen Weg. Das könnte durchaus zu unserem etwas verschlagenen Charakter passen. Wir müssen woanders nach politischen Verbündeten suchen, das große Königreich jenseits des Meeres. Wenn wir dort Unterstützung finden würden, könnten wir vielleicht die Unterjochung verhindern. Alle halten inne und denken über die möglichen Folgen nach. Man tauscht finstere Blicke voller Zweifel und Bedenken aus. Doch wie es scheint, kann niemand mit einer überzeugenden Alternative aufwarten. Schließlich seufzt deine Mutter. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ketil, um ehrlich zu sein, ich brenne darauf, diese Küste mit eigenen Augen zu sehen. Stellt euch doch nur vor, was dort vielleicht auf uns wartet. Der Schatz, der unser sein könnte. Ich sehe das genauso. Ich habe mein gesamtes Leben dem Kampf gewidmet. Dieses Dorf wird langsam zum Gefängnis für mich. Wir müssen raus und die Welt entdecken. Es geht hier nicht um Ruhm, es geht darum, unseren Clan zu retten. Da müssen wir unverzüglich mit den Vorbereitungen beginnen. In 2 Monaten beginnt der Frühling. Du brauchst ein neues Schiff und du musst dafür auch eine richtige Mannschaft anheuern. Deine Haskals alleine werden als Besatzung nicht reichen. Ja, wir brauchen Frachtgut, um Handel betreiben zu können. Falls wir Handel betreiben wollen, sagt Nefja. Okay, wir sollten Thorfinn fragen, ob er den Auftrag, ein Langschiff zu bauen, annehmen möchte. Wie ich Thorfinn kenne, träumt er schon lange von einer Gelegenheit wie dieser hier. Es gibt nicht mehr allzu viele kampffähige Männer im Clan und ein paar von ihnen müssen ja auch bleiben, um das Dorf zu beschützen. Ketil, vielleicht wäre es keine schlechte Idee, Gunnar zu bitten, uns zu begleiten. Bist du irre? Du hast doch gesehen, wie gut er kämpft. So jemanden können wir an unserer Seite gut gebrauchen. Aber können wir ihm denn vertrauen? Er ist ein Tier, aber wenn er dir die Treue schwört, ist er unser Tier. Angesichts der Lage, in der er sich gerade befindet, können wir bestimmt für uns gewinnen. Okay, wir probieren es mit ihm, aber wir brauchen zusätzlich noch weitere Leute. Für ein Langschiff brauchst du eine mindestens 10-köpfige Mannschaft. Wenn ich dir einen Rat geben darf, geh nach Riebe und gib dort auf dem Marktplatz dein Vorhaben öffentlich bekannt. Die Erzählungen von der reichen Küste sind allgemein bekannt, daher werden sich bestimmt genügend Freiwillige bei dir melden. Okay. Wir sollten Handelswaren mitführen, ja, aber das bescheidene Erbe meines Vaters hat leider gerade einmal die Kosten für das Festmahl gedeckt. Da fällt mir etwas ein, sagt Ketil. Nefja reibt ihren Nasenrücken. Ich glaube, ich weiß, was du gleich vorschlagen wirst. Aedes hat uns doch von diesem alten Grabmal auf Fünen erzählt, in dem angeblich ein Königspaar mit all seinen Reichtümern begraben liegt. Erinnerst du dich? Die Schildmaid lächelt. Ich wusste es. Falls die Geschichte stimmt, könnten wir die Beute doch verkaufen und dann das ganze Schiff mit Waren füllen. Falls die Geschichte stimmt, würde das Grab mit Sicherheit bereits vor Generationen geplündert. Wollen wir nicht wenigstens mit Aedes darüber sprechen und sie nach ihrer Meinung fragen? Tja, das könnte natürlich interessant sein. Es klingt schon etwas skurril, aber Aedes ist doch eine kluge und bodenständige Frau. Wir können sie einfach mal besuchen, sagt Astrid.
Gut, wir haben einen Plan. Dann beginne mit den Vorbereitungen, mein Sohn. Ich werde mich mal ein bisschen umhören, dann erfahren wir vielleicht mehr darüber, was Skule so treibt. Ich lasse dich nur ungern gehen, aber ich bin sicher, du wirst deinen Vater stolz machen. Dein Bruder und ich kümmern uns in deiner Abwesenheit um die Belange des Clans. Okay, die nächsten Fertigkeitspunkte erhalten. Und ihr seht, das ist der Punkt, wo sich die Geschichte jetzt öffnet. Wo wir einfach jetzt sehr, sehr viele verschiedene Dinge zu tun haben, durchaus auch Optionen haben. Und wo jetzt sich auch langsam, ja, klar wird, worum es hier eigentlich geht. Also unser Clan wird bedrängt von einem Nachbarhäuptling und wir müssen innerhalb einer bestimmten Frist an Macht gewinnen. Und dieser Weg führt uns offenbar über das Meer zu den britischen Inseln und dort sind dann eben unterschiedliche Optionen, die uns dort zur Verfügung stehen. Insofern ist das so ein bisschen aufgeteilt in ein großes Kapitel, was jetzt hier in Dänemark spielt. Die Vorbereitung für die Reise, dann die ganzen Geschehnisse dort drüben und dann werden wir sicher zurückkehren. Und dann kommt es vielleicht zum Showdown. Ich weiß es nicht. Soweit habe ich längst nicht gespielt. So, hier ist noch die Hexenschülerin. Die spricht uns vor dem Langhaus an. Ich habe gehört, du gehst fort. Ich möchte mitkommen. Okay, die Reise wird gefährlich. Du wirst deinen Teil leisten müssen. Nun meinst du nicht, dass unter Umständen die Möglichkeit besteht, dass sich der ein oder andere vielleicht die ein oder andere Verletzung zuzieht auf dieser gefährlichen Reise? Kräuter sind nicht nur dazu da, Leuten zu schaden, weißt du? Hulda hat dich zur Heilerin ausgebildet? Ja, das ist doch selbstverständlich. Das ist, was Hexen tun. Ist dir das nicht klar? Na gut. Sicher, ich werde froh sein, dich dabei zu haben. Sie lächelt und diesmal ist es ein ehrliches Lächeln mit Zähnen und so. Danke. Ich werde jemanden finden, der sich so lange um Hulda kümmert. Gut, damit haben wir schon ein weiteres Mitglied in unserem Gefolge. Ja, also das ist sozusagen der Punkt, wo sich die Geschichte entfalten wird. An dieser Stelle ist auch der Punkt, wo wir die Geschichte verlassen werden. Diese kleine Angespielt-Reihe ist erstmal vorbei. Ich möchte euch aber noch zwei, drei Dinge, sag ich mal, spielmechanische Dinge zeigen, die vielleicht noch interessant sein können. Einmal haben wir hier den Schmied, bei dem wir nicht nur unsere Waffen reparieren können, sondern wir können auch Ausrüstung bei ihm herstellen lassen. Und das ist sozusagen dieses Crafting-System, was es gibt. Da schauen wir mal rein. Das ist nicht nur bei ihm, sondern ich glaube, es gibt auch andere Handwerker, wo man das machen kann. Man muss erstmal definieren, was für einen Gegenstand man haben möchte. Nehmen wir an, wir wollen eine Axt haben. Und hier steht, bis wie weit wir die steigern können. Das hat was mit der Qualität der Schmiede zu tun. Wie viele Ressourcen wir einsetzen dürfen und wie viel Chance es gibt auf einen besonderen Gegenstand. Das wird hier oben auch noch angezeigt. Und dann kann man gewissermaßen, je nachdem wie hoch man die Klasse so einer Waffe treiben kann, kann man entscheiden, welchen Aspekt man hier verändern will. Den reinen Schaden, den Multiplikator für kritischen Schaden oder panzerbrechenden Schaden. Und dann sieht man hier, was unten rauskommt und die Stabilität. Das ist gewissermaßen die Qualität, ein Stück weit auch der Wert der Waffe. Und hier wird definiert, was wir brauchen, um das herzustellen. Wir brauchen einmal Rohmaterial. Das haben wir hier. Das ist das, was mit Preziosen hier bezeichnet ist. Und das kostet relativ viel. Also das ist schon sehr wertvoll. Und, das ist Rohmaterial und das sind Preziosen. Das ist, glaube ich, hier ein falscher Tooltip. Dieses brauchen wir für die Herstellung von Waffen. Haben wir derzeit nicht, deswegen können wir nichts herstellen. Also das war ein kurzer Einblick ins Crafting-System und wir kommen dann gleich mal auf diese Anzeige. Das sind nämlich, ja, das hängt viel mit diesem Management-System, was hier noch hintersteckt, zu tun. Hier hat man Holz, dafür kann man nämlich das Dorf weiter ausbauen. Das sind das Rohmaterial, das braucht man halt für Waffen und Rüstung, das haben wir schon erläutert. Fälle, auch das braucht man für Handwerk. Es gibt nämlich noch ein weiteres Crafting-System beim Rasten. Medizin und Kräuter hängen so ein bisschen zusammen. Medizin kann man halt nutzen, um die Heilfertigkeit anzuwenden. Auch das geht, glaube ich, nur beim Rasten. Kräuter verwendet man, um sie in Medizin wiederum herzustellen. Preziosen ist gewissermaßen ja, die Handelsressource, die man eintauschen kann. Dann haben wir Sklaven, das ist irgendwie hilfreich für den Ausbau des eigenen Anwesens. Und diese beiden Sachen, das ist was auch für die Reisen und so, Rationen, also was man an Essen verbraucht. Also man braucht während der Reisen, während des Lagers Essen.
Darauf muss man achten. Und Fleisch, das kann man erjagen und entweder während der Reisen essen oder in Rationen umwandeln. Da gibt es ein ziemlich komplexes System der Rast. Das möchte ich euch eigentlich auch nochmal kurz zeigen. Aber vorher gucken wir mal rein hier ins Anwesen. Und da sehen wir jetzt die verschiedenen Gebäude oder Dinge, die wir hier verbessern können. Und alle haben bestimmte Auswirkungen. Grundsätzlich ist wichtig, es gibt hier zwei Werte, die die Qualität oder die Bedeutung des Anwesens symbolisieren. Einmal Macht und einmal Wohlstand. Also das ist gewissermaßen Sicherheit, militärische Stärke und ökonomische Stärke. Wobei ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig weiß, was das für Auswirkungen hat. Ich weiß, das hat Auswirkungen auf bestimmte Zufallsevents. Aber so ganz konkret kann ich euch das noch nicht sagen. Also vielleicht hat jemand schon mehr Erfahrung gesammelt. Der kann es dann gerne in die Kommentare schreiben. Und diese beiden Werte werden beeinflusst durch viele Dinge, die man hier verändert. Aber diese Dinge verändern nicht nur das, sondern auch, man bekommt gewissermaßen Einkommen durch sein Dorf. Also zum Beispiel beim Langhaus kann man entscheiden, macht man daraus eine Metalle. Das sorgt für Wohlstand und verändert eben nur diesen Wert. Kostet dann entsprechend Holz zum Ausbau oder baut man eine Festung aus. Das organisiert dann mehr Macht. Man muss sich allerdings entscheiden, in welche Richtung man geht. Man kann nicht beides machen. Beim Ting ist eine ähnliche Entscheidung, Versammlungsplatz oder Markt. Hier bekommt man also Macht und wöchentliche Preziosen, während man hier Wohlstand bekommt und einen Händler, der sich hier dann niederlässt. Und an dem Händler kann man dann Waren kaufen. Dann kann man entscheiden, was im Moor passieren soll. Soll es ein Opfermoor sein? Dann bekommt man Rationen wöchentlich. Oder soll es eine Kräuterlichtung sein? Dann bekommt man Wohlstand, kriegt man oben auch und Kräuter. Also das ist so die Entscheidung. Beim Schmied kann man sich entscheiden, will man Rüstungsschmied haben oder will man einen Handwerker haben? Also der Letztere baut Waffen, der andere dann Rüstung. Und beim Bauernhof, das könnten wir jetzt schon bauen, das erzeugt dann einfach mehr Wohlstand hier wieder. Palisaden bringen Macht, Banner, das schmückt das Anwesen, verbessert den Ruf, also hier auch Wohlstand, Straßen kann man bauen, auch das bringt Wohlstand, Übungsring bringt Macht, und ein Pier bringt ebenfalls Macht, ermöglicht, dass größere Kriegsschiffe anlegen können. Ich habe noch nicht so weit gespielt, als dass ich wirklich einschätzen kann, wie gut das integriert ist ins Spiel. Ich habe ein paar Kritiken gelesen, die sagen, das ist eher nicht so gut oder nicht so relevant. Ich bin mir nicht ganz sicher, da gibt es widersprüchliche Auskünfte. Ich will euch das einfach mal nur gezeigt haben. Ähnliches gilt für das Letzte, was ich euch zeigen will, nämlich das Rastsystem, was schon ziemlich erstaunlich ist. Wir versuchen mal hier einen freien Lagerplatz zu finden und hoffen, wir kommen hier jetzt an keine komplizierten Zufallsevent vorbei, was uns jetzt ein bisschen auffällt. So, wir sind komischerweise noch in Erlings Hof, das ist ein bisschen merkwürdig. Eigentlich müssten wir schon wieder im Dorf sein, das ist ein bisschen buggy. So, diese Lager sind besetzt, deswegen, ich tue mal so, als ob wir jetzt nach Riebe reisen. Und lass das Ganze mal laufen. Und dann werden sich neue Lager hier auftun. Zum Beispiel das da. Stopp mal. Das, genau. Das ist unbesetzt. Da können wir jetzt mal hinreisen. Ah. An einem Flussufer gehst du mit deinem Gefolge einen mit Pflanzen überwucherten Wassergraben entlang, als du plötzlich hinter dir jemand schrill aufschreien hörst. Du drehst dich gerade noch rechtzeitig um, zu sehen, wie Ketil in den Graben fällt. Der Rand des Grabens ist von feinen Wurzelausläufern durchzogen und hat deutlich an Stabilität verloren. Er grunzt verärgert, als er mit überwucherten Wasser herumstrampelt. Der Jäger schiebt die lange Ranke mit den großen Blättern beiseite und klettert schimpfend wieder heraus. Ketil steht die Schamesröte im Gesicht, doch dem immer leidender wirkenden Blick nach zu urteilen steckt offensichtlich mehr Ungemach dahinter als nur verletzter Stolz. Diese Pflanze, das ist Saukraut. Ketil wird schon bald heftige Schmerzen bekommen, wenn wir nicht den Pflanzensaft abwaschen und lindernde Umschläge auflegen. Okay, dann benutzen wir jetzt Medizin. Ihr seht also, wofür die nötig ist. Halt still, Ketil, das wird dir helfen. Es dauert zwar einen Moment. Hier oben, es geht auch, glaube ich, Zeit vorbei. Doch als du erst einmal den Pflanzensaft mit Wasser aus dem Fluss abgewaschen und den Umschlag aufgelegt hast, zeigt Ketil schon erste Anzeichen der Besserung. Das tut gut, danke. Ich werde ab jetzt besser Acht geben.
Dank deiner schnellen Diagnose und Hilfe wird Katie nicht allzu sehr leiden müssen und rasch genesen. Nach ein paar Stunden kann er bereits den Umschlag entfernen und die Haut darunter hat keine sichtbaren Schäden davongetragen. Okay, Glück gehabt. Wir wollen jetzt aber mal ins Camp gehen, was ich euch dann zum Schluss auch nochmal zeigen möchte. So sieht das aus, so ein Lager. Und jetzt gibt es hier viele recht komplizierte Informationen. Das sind Sachen, die wir schon gesehen haben am Tooltip auf der Karte. Wie reich ist die Nahrung hier? Wie gut ist der Unterschlupf? Und wie sicher ist das Ganze? So, und jetzt kann man den einzelnen Gefährten unterschiedliche Dinge zutun. Das ist fast wie so beim Managen einer Fußballmannschaft. Es gibt hier vier Phasen in der Nacht. Und man kann ja zum Beispiel, also rasten, das ist schlafen. Damit wird dann eben entsprechend die Erschöpfung gelindert. Man kann wachen. Das muss man natürlich tun, wenn man... Sonst kann es unliebsame Überraschungen geben. Das sind dann auch Events, die passieren können, Kämpfe, die kommen können. Man kann jagen gehen. Das könnte zum Beispiel Ketil, der ist ein guter Jäger, der hat, glaube ich, da ein Talent auch für, Stufe 2. Der würde dann halt für Fleisch sorgen. Und hier sehen wir, hier verändert sich ein Wert. Je mehr man jagt, umso geringer wird die Nahrung, die in diesem Lager verfügbar ist. Das heißt, man kann tatsächlich auch Lager leer jagen, Gegenden leer jagen. Das erholt sich dann wohl im Laufe der Zeit wieder, aber wenn man viel jagt, ist das Lager dann im Laufe der Zeit nicht mehr so gut. Was kann man noch machen? Man kann Kundschafter ausschicken, dann bekommt man Ressourcen, die in der Nähe, also so diese Dinge, die man in der Nähe des Lagers findet. Man kann kochen, dazu muss man allerdings kochen können, Roskva kann das, glaube ich. Das bringt eine Wahrscheinlichkeit, dass man Boni bekommt für den nächsten Tag. Je besser der Koch ist, umso höher die Wahrscheinlichkeiten und je besser die Boni auch. Pökeln kann man, das heißt, man kann aus dem Fleisch, was man erjagt hat, dann Rationen herstellen. Wir haben kein Fleisch, deswegen geht's nicht. Man kann handwerken und das ist eine Sache, die nochmal, ich weiß gar nicht, wer kann das, die nochmal erstaunlich komplex ist. Kann das einer? Nee, tüfteln. Tüfteln kann man. Ich weiß gar nicht, was Handwerken genau bringt. Achso, Waffen und Rüstung. Gut, wir haben keinen Handwerker dabei, aber Bjalfi ist ein Tüftler. Der kann hier Dinge herstellen, also Fackel, Wasserschläuche aus bestimmten Gegenständen, die man unterwegs findet. Met, Barrikaden, die einem dann auch in Events helfen oder fürs Dorf, ich bin nicht ganz sicher. Also ihr seht, was hier alles möglich ist. Fallen, Tinkturen und so weiter. Stimmt, ich glaube, das sind Fallen, die man auslegen kann während des Kampfes. Also ihr seht auch verschiedene Ränge, die man dann bei Tüfteln erreichen kann und dann umso mehr bauen kann. Das ist alles erstaunlich komplex, was da noch jetzt hintersteht. Ich will mal noch weitermachen. Also reparieren kann man, Waffen reparieren. Man kann heilen. Heilen bedeutet, da geht es nicht um Lebenspunkte, da geht es um Verletzungen. Leider haben wir jetzt niemanden mit einer Verletzung, aber... Es gibt auch ein Verletzungssystem, je länger eine Wunde oder eine Verletzung anhält, ohne dass sie geheilt wird, umso schlimmer wird sie, beziehungsweise es gibt sogar eine Wahrscheinlichkeit, dass sie dann sterben können. Und Hexenkunst ist eben das Umwandeln von Kräuter in Medizin. Ja, das ist so im Wesentlichen das, was man machen kann. Am Ende kann man noch, glaube ich, aufräumen, das Lager, damit es unauffällig bleibt. Und ansonsten wird der Sicherheitswert des Lagers reduziert. Es wird dann bekannt, dass hier Leute rasten. Und das heißt, da können sich dann Räuber auf die Lauer legen, das nächste Mal. Dann kann man auch einstellen, was sie essen sollen. Das kann man pro Begleiter, sollen sie Fleisch essen oder Vorräte. Da kann man noch einstellen, wer zuerst isst, falls man nicht genug hat, nach verschiedenen Kriterien. Also erstaunlich, erstaunlich komplex. Aber auch hier muss ich sagen, ich weiß nicht, welche Bedeutung das wirklich dann im Laufe des Spiels hat, wie wichtig das ist. Erfahrungsgemäß werden solche Sachen immer wichtiger, je höher die Schwierigkeitsstufe ist, die man eingestellt hat. Und da kommen wir jetzt mal zu so einem kleinen Abschlusspunkt jetzt dieser Reihe. Diese angespielte Reihe ist, das möchte ich mal betonen, ist kein Test, ist kein Review. Ich habe nicht die Zeit dazu, so ein Spiel 30, 40 Stunden zu spielen und dann wirklich eine umfassende Meinung abzugeben. Insofern ist das nur ein erster Eindruck, den ich vermittle. Ich habe ein paar Stunden weitergespielt. Dieser erste Eindruck hat sich in diesen paar Stunden jetzt nicht großartig geändert. Ich finde es nach wie vor ein interessantes Spiel, vor allem deshalb interessant, weil es einfach diese historische Fundierung hat. Das hat man nicht so oft bei Rollenspielen, weil es eine sehr gut erzählte Geschichte hat. Ich finde den Anfang großartig, dramaturgisch sehr schön gestrickt, sehr motivierend.
Mir gefällt auch das Kampfsystem. Und jetzt kommen wir aber schon zu einem Punkt, der kritisiert wird. Ich habe gelesen in bestimmten Tests, dass es auf Dauer eintönig werden kann. Gerade es soll wohl häufig Zufallsbegegnungen sein und dann, ja, so ein Rundenkampf dauert dann eben seine Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Problem sein würde. Wie gesagt, ich habe ein paar Tests mir schon mal angeguckt, deswegen kann ich jetzt nicht mehr aus eigener Erfahrung sprechen. Es gibt ziemlich gute Tests im englischsprachigen Bereich, so die bei 80%, teilweise 90% liegen. Die Steam-Reviews sind derzeit auch bei 90% positive Nutzerbilanz. Okay, es haben auch erst 100 Leute gemacht. Also das ist aber schon erstaunlich. Dahingegen habe ich einen Test bei 4Players gelesen, die nur 60% vergeben haben, weil, so war die Meinung, am Ende diese ganzen Optionen dann im Laufe des Spiels eben relativ wenig zum Tragen kommen, beziehungsweise gar nicht so viel ändern am Verlauf der Geschichte. Ja, Leute, das kann ich euch, wie gesagt, nicht erzählen, ob das stimmt, ob das nicht stimmt. Die Erfahrung muss dann am Ende jeder selbst machen. Mehr kann ich leider nicht hier leisten mit meiner Angespielt-Reihe. So. Jetzt zu dem letzten Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte. Es gab einige, die in den Kommentaren geschrieben haben, mach doch bitte ein vollwertiges Let's Play daraus. Dazu möchte ich kurz noch was sagen, muss ich ein bisschen ausholen. Also, meine Zeit ist natürlich begrenzt. Das gilt für jeden YouTuber. Insofern kann ich nur eine begrenzte Zahl von Aufnahmen machen in der Woche, sage ich jetzt mal. Ich kann also nicht mehr machen, einfach für so ein Spiel. Insofern geht das auf Kosten der anderen Let's Plays, wenn ich jetzt zusätzlich was einfüge. Das will ich natürlich nicht, also das würde bedeuten, dass der Rhythmus der anderen Let's Plays sich verlängern würde, also die Frequenz. Das möchte ich nicht machen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich sehe das bei anderen YouTubern, die häufig Probleme dabei bekommen, wenn sie zu viele Projekte gleichzeitig anfangen, dann setzen sich selbst unter Stress, die Zuschauer werden frustriert, weil es nicht weitergeht, man bricht dann Sachen ab und so weiter. Deswegen bin ich auf mein System gekommen, das ihr kennt. Ich habe im Prinzip 6 Let's Play Projekte, die dann im bestimmten unterschiedlichen Rhythmus immer laufen und es wird auch auf absehbare Zeit nicht mehr als diese 6 geben. Insofern kann immer nur ein neues großes Let's Play reinkommen, wenn ein anderes zu Ende geht. Und da muss man aber sagen, meine Liste der Spiele, die da in Frage kommen, ist relativ groß. Ich kann eins sagen, dieses Spiel kommt auf die Liste. Also es ist durchaus wert, finde ich, gespielt zu werden. Mir gefällt es sehr gut. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das auch weiterzumachen. Aber ja, da stehen andere illustre Spiele drauf. Ich will nicht diese Liste veröffentlichen, weil das führt dann nur zu falschen Erwartungen. Aber ich sag mal, in diesem Jahr kommt auch noch ein Kingdom Come Deliverance, es kommt Mountain Blade 2, es kommen noch ein paar andere interessante Sachen. Oriental Empires wird dann irgendwann aus dem Early Access rausgehen und so weiter. Also es ist nicht so, dass es nicht genug Spiele geben würde, die ich mir vorstellen könnte. Insofern kurzfristig definitiv kein Let's Play Projekt, mittelfristig vielleicht, aber ich kann leider da keine jetzt konkreten Hoffnungen machen. Ich bitte da einfach um euer Verständnis. Es gibt ja immer mal wieder, mache ich auch Abstimmungen. Gut möglich, dass dieses Spiel dann das nächste Mal auf so einer Abstimmung dann raufkommt. Mehr an dieser Stelle kann ich dazu nicht sagen. Wie gesagt, ich bitte da um euer Verständnis. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen das Spiel nahe bringen. Es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Das wäre es also erstmal mit dieser Angespielt-Reihe. Auch das ist mir übrigens wichtig, dass ich bei meinem Zeitmanagement für mich persönlich immer auch die Zeit habe, um einfach auch mal neue Spiele anzutesten und euch es auf diese Weise vorzustellen. Also man muss auch sich ein bisschen Freiraum bei dieser ganzen Sache lassen. Sonst würde man solche Spiele auch gar nicht entdecken können. Gut, also das war's. Macht's gut. Euer Steinwallen.